Ja, hallo Freunde, immer wieder sonntags, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, was machen wir heute? Ich denke mal, Vitello Tonnato ist den meisten ein Begriff. Da wir uns in der Spargelzeit befinden, machen wir heute ein Spargeltonnato. Viel Spaß beim Zusehen. Für unser Spargeltonnato brauchen wir 500 Gramm grünen Spargel, ein paar Spritzer Zitronensaft, Kapern, eine Dose Thunfisch im eigenen Saft, etwas Rucola, Creme fraiche, Öl, etwas Zucker, Salz und Pfeffer. Ich bereite nun unseren Spargel vor. Grüner Spargel braucht nicht geschält werden. Das untere Drittel brechen wir einfach ab, das ist vielleicht holzig. Die Vorbereitung besteht darin, dass wir ihn zur Hälfte durchschneiden. Dann geben wir ihn ins Kochwasser und lassen ihn ungefähr 5 Minuten gar kochen. Während unser Spargel kocht, bereite ich nun das Tonnato vor. Unser Creme fraiche ist in einem hohen Gefäß. Dazu kommt die Dose Thunfisch. So. Ungefähr. Ja, der hätte jetzt sauber sein können, der Löffel. Ja. Zwei. Drei Esslöffel Öl. Drei gute Esslöffel Öl. Olivenöl hast du genommen. Ich habe jetzt Olivenöl genommen. So. Genau. Und das Ganze wird mit dem Pürierstab gemixt. Nun kommen ein paar Kapern rein. Ich denke, das ist so ein Esslöffel voll. Ja, ich werde nicht zu viel nehmen, weil mein Mann mag keine Kapern. Muss er halt rauspulen. Etwas Saft vom Kapern, von den Kapern. Das waren jetzt 3 Teelöffel. Mit dem Saft von den Kapern. Ja. Es ist insgesamt ein Esslöffel, die Kapern. Also auch wurscht. Ist auch egal. So, ein bisschen Zucker. Ein paar Spritzer Zitronensaft. Die spritzen überall hin, muss ich da rein. So. Pfeffer. So und etwas Salz. So, das Ganze wird runtergerührt. Entschuldigung. Macht nix. Und mal kurz schnabuliert. Ja, mit dem gleichen Löffel reingetunkt wieder. Oh, aber der ist ja nur alleine. Stimmt. Lecker. Gut, dann warten wir jetzt nur noch auf den Spargel. Dann richten wir das Ganze auf einer Platte an. Und dann können wir essen. Und wir sehen uns dann wieder. Unseren gekochten und abgekühlten Spargel habe ich nun auf einer Platte angerichtet. Darüber wird Thunfischsoße verteilt. Ja, der Rucola und dann kann eigentlich schon serviert werden. So sieht nun unser Spargeltonnato aus. Dazu ein Baguette. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dieses Tonnato ist wirklich sehr, sehr lecker. Man muss nicht unbedingt Spargel dazu machen. Es geht auch das Original, das Vitello Tonnato mit Kalbsfleisch. Ihr könnt aber auch mal, was für ein Schinken? Kochschinken nehmen. Oder halt auch normalen. Die Soße passt halt zu jedem davon. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts und Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss.